Moin, meine Kampfkumpel-Zwerge und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Akzeptanz, meine Lieben, in diesem Spiel. Denn das Spiel ärgert uns wie eh und je immer weiter. Aber in der letzten Folge haben wir es geschafft, diese, naja, wunderschönen kleinen Rexen zu zähmen. Zwar keine High-Level, aber auf jeden Fall höher als. Roy, alles in Ordnung oder nickst du mir gerade zu? Ich glaube, Klein Roy gibt mir so ein bisschen recht. Ja, auf jeden Fall wird Roy stärker werden als, glaube ich, Rainer. Aber Rainer scheint noch eine Runde zu leveln. Hauptsache, er nickt. Sehr schön. Die beiden wären noch größer. Ich müsste sie so ein bisschen auseinanderziehen. Sonst habe ich demnächst eine leichte, kleine, große Arschkarte, weil die wären ja noch größer. Ja, Roy, Roland. Roy, Roland, Ronja, Rainer, alle mit R. Für euch brauche ich eigentlich auch noch ein paar. Wie soll ich das sagen? Sattel? Warum habe ich so viele Rexe auf einmal? Leichte Überforderung bei mir. So, lass mal gucken. Ich bin froh, dass ich wenigstens in dieser Werkbank reingucken kann, ohne dass mir das Spiel wieder abkachelt. Rex-Sattel. Ich brauche definitiv Eisen. Ne, mein Freund? Dann komm mal mit. Wartet mal, bevor hier jetzt irgendwas passiert. Brunhilde, das ist echt uncool. Guck mal woanders hin, bitte. Da hinten leuchtet was. Da hinten kommt was Leuchtendes runter. Und da flog gerade was. Oder war das ein Rapp? Es fliegt. Okay, es fliegt. Ich sehe gerade nichts laufen, außer eine Schildkröte und einen Biber. Die sind ganz schön laut hinter mir. Also dürfte ja soweit das schick sein, hoffentlich. Ich überlege gerade, ob wir. Viele Knöpfe, so viele Spiele. Wow. Was ich da auch gerade immer eingesammelt habe. Nein. So schnell hoch. Okay. Was ist das? Wolle. Warum haben wir hier Wolle? Gibt es hier Schafe? Gut, muss ich ja nicht hinterfragen. So, lass mal kurz gucken. Eigentlich wollten wir uns einen Archie ziehen. Aber da wir jetzt noch. Ich bin voll. Da wir jetzt noch. Die kleinen süßen Rexe haben und wir sie jedes Mal ein bisschen aufmuntern müssen, wenn sie ein bisschen Liebe brauchen, bleiben. Oh! Ich habe eine Karotte. Wollen wir es versuchen? Ich glaube, wir versuchen es. So, Ronja, wie lange brauchst du? 5 Minuten? 2 Minuten. Ich weiß definitiv, dass ich sterben werde. Und ist auch die Frage, ob das Pferd, worauf ich das gerade abgesehen habe, immer noch an der Stelle ist, wo wir das gefunden haben das letzte Mal.
überlege gerade, würde ich jetzt mit dem Boot lossegeln, dann wäre das ein bisschen sicherer. Würde ich mit dem Archie losfliegen, wäre es ein bisschen schneller, wir wären wendiger. Aber haben das Problem, wenn wir angegriffen werden, könnte der Archie draufgehen. Mein einziges Flugobjekt momentan. Würde ich mit dem Rex hinlaufen, würde es auch zu lange dauern, definitiv. Bei, wartet mal. Bei Pärtchen. Danke. Bei Pferdchen war, glaube ich, hier. Ich glaube, Pferdchen war nach dem Sumpf und nicht vor dem Sumpf. Also von unserer Richtung jetzt hier. Ich glaube, Pferdchen war wirklich hier. Ach du Scheiße. Das ist ganz schön lang. Und wir sind immer noch nicht besonders weit gekommen. Lass mich noch mal kurz gucken nach dem... Habt ihr ein Verfallsdatum? Aber logisch, natürlich. Oh, bitte. Ein Spaziergang. Na, komm mit. Aber der Spaziergang wird zu Hause gemacht, mein Kleiner. Einfach mal um Agatha rum. Ja, komm, wir gehen mal kurz raus. Komme ich ihn hier nicht mehr rein, weil er einen riesengroßen Bogen. Ja, 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 nein, nein, bist du doof? Siehst du die große Lücke nicht? Ja, hier, hier, ja, genau. Du schaffst das. Und jetzt über die Dings rauf. Roland, komm. Oh, hey, Mini. Da kommt er wirklich. Na, stört er die kleine Schwester? Bleibt er erstmal. So, dann müsste ja Ronja gleich los mit dabei sein. Ich wollte eigentlich das hier mal gucken. 5. Was ist da draußen? Eine Schildkröte, natürlich. Ja, eigentlich müssten wir auch die Hütte hier weiter bauen. So, sie müsste eigentlich auch jeden Augenblick da sein. Eine Minute, ja, kommt. Ich müsste eigentlich losziehen. Ich müsste losziehen, um das Pferd zu zähmen. Ich hatte alles in Roy reingepackt, ne? Ja. Oh Gott. Spiele viele Spiele und vergesse die Hälfte der Knöpfe. Ich müsste losziehen, um das Pferd zu holen, damit die Karotten bleiben. Ich glaube, das Pferd zähmt man mit Karotten. Ich werde ein Boot nehmen. Ich meine, das Boot ist ja jetzt wieder hier. Die Aktion mit... Bronco hat es ja echt in sich gehabt. So, Schätzekind, was ist mit dir? Ja, du bist eigentlich auch hübsch. Das sieht man im Dunkeln. Und dann müssen wir Eisen holen. Vieles, was wir noch zu tun haben. Spaziergang. Ach, die kleine Würge. Das gleiche wie ihr Brüderchen.
Hat aber genau denselben Wendekreis wie ihren Vater, wie ihr Vater. Ja, der Wendekreis war jetzt besser. So, dann komm mal mit. Dann kann ich nämlich jetzt in Ruhe losziehen. Ich habe ein bisschen Schiss, Leute. Ark hat mir schon öfters gezeigt, dass es mich nicht mag. Deswegen, wir werden speichern. Die Karotten sind da. Ich habe noch nie ein Pferd gezähmt, ne? Ich habe in meiner Ark-Spiellaufbahn noch nie ein Pferdchen gezähmt. Oder hatte ich mal eins gezähmt? Ich weiß nur, dass ich auf eins drauf saß. Weil die Kali mir eins gezähmt hat. Alter, was war das für ein gruseliges Geräusch gerade auf meinem rechten Ohr? So, in der Hoffnung, dass mir jetzt nichts begegnet. Mein Glück. Das war definitiv nichts Freundliches. Alles beim Triceratops abschmieren. Und es hat sich dreifach angehört. Schnell auf dem Boot. Schnell auf dem Boot. Ah, ich habe ja keinen Freischirm. Ja, stimmt. Ich muss ja wieder hier drüber lenken. So, drückt mir die Daumen, ne? Ich bin gleich tot. Sowas von tot. Oder ich schaffe den Weg dahin, schaffe es, das Pferd zu zähmen und dann werde ich gekillt durch irgendwas und das Pferd ist dann tot. Ja. Ich glaube, das passt schon eher zu diesem Let's Play. Das Spiel gerade kurz Schluck auf. Ich glaube, ich muss es auf 0 packen, ne? Ne, warte, wie war denn das nochmal mit dem Pferd? Oh, warte, das war halt, glaube ich, nicht wie ein Affe. Muss ich das mit einem Lasso einfangen? Wartet mal. Nein. Seil. Oh, da springe ich einfach nur rauf. Oh mein Gott. Pferde rennen doch weg. Ich glaube, ich mache gerade einen riesengroßen Quatsch hier gerade. Anschleichen, glaube ich, war. Oh. Mein Gott, wie oft habe ich dann schon Pferde gezähmt? Das könnt ihr eigentlich an der Hand abziehen und die Hand hat nur einen Finger. Das war es dann auch. Naja, gezähmt eigentlich nicht. Ich war einfach nur dabei und habe zugeguckt, wie die Kali das gemacht hat. Ihr solltet vielleicht auch ein bisschen Ausschau halten. Jetzt fahre ich nämlich die ganze Zeit hier, um ein Pferd zu holen und fahre am Pferd vorbei. Ja, das könnte sehr gut auch passieren. Schildkröte. Ich dachte, du wärst ein Stein.
Eigentlich müsste Roy und Co. hinter mir sein. Warum stehen die vor mir? Ja, ich weiß, weil das mir angezeigt wird. Oder das, was jetzt passieren könnte, ich fahre hin und das Einhorn ist nicht mehr da. Wie ich auch irgendwie mit gehört habe, soll es nur einmal einen Titan geben und einmal ein Einhorn. Ist es dann beim... Oh, warte mal, wir haben immer noch kein... Okay, ein... dessen Namen ich gerade vergessen habe. Ein Quetz. Den können wir ja momentan noch nicht zähmen. Für den Quetz brauchen wir Honig, damit er auf den Boden irgendwie kommt. Jetzt fahre ich eigentlich schon den Heimweg zu Bronco hin. Nein, komm, willst du es wieder wirklich antun? Eigentlich wollte ich diesen Weg nie wieder fahren, kann das sein? Und jetzt fahre ich wegen Pferd. Wegen einem Pferd fahre ich jetzt die halbe Strecke wieder zurück. Wartet. Oh, besser. Achso, ja, ich sollte aufdrücken. Okay. Das war's mit der schönen Sicht. So, da vorne ist das Sumpfgebiet und dahinter müsste eigentlich der Toppe die Hühe rumlaufen. So kann man wenigstens nach hinten gucken. Warum ist mir das nicht eher eingefallen? Ich dachte, ich habe gerade irgendwie einen Rex gesehen. Ah, so ein Teil brauchen wir auch noch irgendwann. Wobei, eigentlich ist es nicht notwendig. Was ist da gerade ins Wasser geplumpst? Kroko. Ich bin viel zu nah an den Sumpf dran. Oh, Kacke. Ja, dreh dich um. Schwimmt da irgendwas neben mir? So viel brauchen wir, die sind gut. Ist es das Vieh? Ich glaube, ja. Und wenn wir gut sind, schaffen wir das innerhalb von den 15 Minuten, bis die kleinen Rexe wieder topfit sind. Oder auch nicht. Du lebst gerade sehr gefährlich, mein Freund. Ich würde lieber fliegen. Muss ich das dann beenden? Ich finde es irgendwie... Scheiße. Aber irgendwie cool. Jetzt lerne ich mein Arg richtig. Und nicht immer beim Zugucken. Oder daneben stehen. Seht ihr schon irgendwas?
Nee, nicht so. Fischi? So, hier müsste es ja irgendwo sein. Da ist es. Es darf mich eigentlich nicht sehen, glaube ich. Und er sieht mich volle Banane, ey. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist. Ernsthaft? Ich weiß nur, dass die eigentlich abhauen. Ich muss gucken, Leute. Düst das immer noch weg? Warte doch mal, renn doch bitte. Geh nicht schwimmen. Gehst du jetzt gerade echt Bahn? Hör auf, ins Sumpfgebiet zu gehen. Pferd ist ja rasant unterwegs. Ja, jetzt nicht. Warum? Das kann doch... Das kann doch nicht sein. Oh. Kann doch wohl nicht wahr sein. Alter Falter. Ich hab ein Pferd. Ich hab irgendwie ein Pferd gezähmt. Schnell ab nach Hause.
nicht. Bleib stehen. Was denn? Alter, Leute, wir haben ein Pferd. Greift mein Ziel an, passiv. Wird sowas von gespeichert? Ich hab ein Pferd. Ja, ich dachte, das wäre ein bisschen schwerer. Dann mal sehen, ob ich dich nach Hause bekomme. Wird's angeknabbert und es freut sich erstmal. Hühü, ich werde angeknabbert. Ganz toll. Ganz tolles Ding. Was bist du eigentlich, Männchen oder Weibchen? Kein Geschlecht, finde ich gut. Dann habe ich keine Sorge um dich. Nee, ist männlich. Scheiße, ich habe es übersehen. Einhorn? Es war scheiße. Aber warum? Warum musst du männlich sein? Du weißt, die Sterberate bei uns ist ziemlich hoch, was männlich angeht, ne? Ich weiß nicht, wo das liegt. An mir nicht, ne? Ja, ja. Nur weiß ich nicht, ob ich dich nach Hause bekomme. Du edles Geschöpf. Ich bin nicht so nah am Sumpf. Oh Gott, Pferd. Ey, mach das nicht nochmal. Oh, hi, Happen, hey, ha. Ich dachte gar nicht, das war ein Pupsgeräusch und ich dachte, ich werde angegriffen. Ist das ein Delfin da unten? Das ist ein Delfin. Delfin. Oh ja, das Ding da hinten brauchen wir auch. Ich dachte, mein Pferd schwimmt gerade weg. So schnell wie es geht. Hier dran vorbei. Es sieht uns nicht, Gott sei Dank. Eigentlich, das wäre komplizierter. Irgendwie hatte ich das komplizierter in Erinnerung, immer Einhorn zu ziehen. Oder allgemein Pferde. Oh, fuck, ich dachte, das wäre ein Delfin. Fahr, ignorier es. Ah! Nein! Nein, dieses Mädchen will ich nach Hause fahren. Fahr! Oh Gottes Willen, es ist bei mir. Fahr! Fahr! Hilfe! Oh mein Gott! Nein! Mein Pferd! Nein! Nein, komm schon! Komm schon! Nicht, wenn das jetzt stirbt. Ich hör auf mit diesem Projekt. Nein! Leck mich am Arsch. Ich hab die Schnauze voll. Das war mein einziges Einhorn, verdammte Kacke. Ja, Leute, war was? Das kann doch nicht wahr sein. Ey, Himmel,
Arsch und Wolkenbruch. Ich überlege gerade. Nein, das gehört dazu. Ey, das könnt ihr mir nicht. Wozu gebe ich mir eigentlich noch Mühe, irgendein Dino hier zu sehen? Das kann doch nicht wahr sein. Oh! Ich habe einen schönen Namen für dieses Pferd. Ja, vielleicht sind die Rechse jetzt durch. Haben wir einen kleinen Spaziergang gemacht. Ich weine gerade innerlich. Ich war gerade von mir so... Nein, ich sag dazu jetzt nichts. Ich hoffe, es spawnt bald ein zweites. Ich habe ja noch 16 Karotten, die sich vielleicht ein bisschen halten. Das Pferdchen erstmal finden ist erstmal ein Träumchen. Ach ja. Ich werde uns nach dieser sehr aufregenden Reise, wo wir gerade kein Dino gezähmt haben, beziehungsweise kein Tierchen gezähmt haben, mal nach den Rexen gucken. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, sollte das Fee schlagen mit dem Pferd, dass wir dann zur Bronco fahren, aber nein. Kein Bock. Ich werde mich dieser Seite der Insel, glaube ich, nicht mehr nähern. Und die südliche natürlich. Vielleicht bleibe ich eher westlich und nördlich. Ich glaube, die tun mir doch ganz gut momentan. Jetzt geh weg, du Schildkröte, ey. Ich wollte gerade sagen, hockt da ein Mensch? Wie ist denn zuerst der Raptor, wo ich das Pferd dann noch vor den Raptor gerettet habe? Und dann natürlich, warum denn nicht? Kommt einfach so ein Bellatrix. Keine Ahnung, ob der wirklich Bellatrix heißt. Ich glaube, der heißt Bellarux irgendwie. Vielleicht sollte ich Sachen ziehen, die groß sind. So ein Rex oder so. Ich glaube, die werden nicht so leicht angegriffen. Im Gegensatz zu Einhörnern. Oder Stellas hier. Stegos. Tja, eine Stella fehlt uns immer noch. Ist jetzt auch nicht zwingend notwendig. Oder vielleicht sollte ich in Richtung Pronto bleiben. Ist ja erstaunlich, dass ich überhaupt einen Archie durchbekommen habe. Packe ich das Boot da vorne hin? Oder packe ich das Boot bei dem ganz normalen Eingang hin? Fragen über Fragen. Lass mich mal kurz auf der Karte gucken. Ja, noch ein bisschen. Also da vorne so müssen wir hin. Aber hey, ich konnte wenigstens mein Pferd ziehen. Schrägstich Einhorn. War auch eine Erfahrung. Der Besitz war sehr kurz, aber dafür sehr interessant. Ich durfte einmal drauf sitzen. Zweimal, weil ich das noch auf dem Boot hin und her geschoben habe. Hinter mir.
ja, die Erfahrung war es wert. Ja, komm. Ab nach Hause gucken, was unsere kleinen Roland und Ronja machen. Mein Leben zieht an mir vorbei. Ich habe auch bei Ark noch nie einen Fallschirm ausprobiert. Ich probiere es jetzt einfach mal. Ich meine, mehr als sterben geht ja nicht. Ich habe es geschafft. Guten Tag, Servus. Ich war nur kurz bei einer kleinen Reise unterwegs, aber hey, ich bin lebend zurückgekommen. So, was braucht die beiden Scheiße? Magenbären. Wer futtert denn Magenbären? Die Jugend heutzutage. Magen. Bitte was? Warte mal. Ich muss mal kurz Tante Brunhilde fragen. Tante Brunhilde, hast du... Ich danke dir. Sehr freundlich. Hey, fress mich doch nicht gleich mit auf. Ach, Mensch. Oh, sie werden so schnell erwachsen. Und andere sterben so schnell. Ah. Naja, es war schön. Ich hab ein Pferd besessen. Das könnt ihr mir glauben. Aber sowas von. Und deshalb, meine Lieben, würde ich sagen, werde ich hier einen Folgenpost machen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Es war sehr spannend, die Folge. Ich hoffe, die kleine Bootstour hat es euch gefallen. Ich habe euch nur mal kurz den Weg wieder gezeigt, wo wir sonst immer langfahren, um zu Pronto zu kommen. Pronto. Ja, vielleicht werden wir ja irgendwann diese Reise wieder begehen, aber jetzt gerade. Danke. Und deswegen, schön mit Öl.